Einen schönen guten Morgen. Schon 11 jetzt, bei alles im Bach. Ja, also mein Thema ist heute Joomla, das Web-CMS, also Content Management System Joomla. Wir haben ja heute schon so einen angeschnittenen Vergleich gesehen, da war Joomla dann auch dabei. Ja, ich erzähle dann später mehr. Zuerst kurz zu mir. Mein Name ist Sigrid Gramlinger-Moser. Meine Firma heißt WebGras und mit WebGras mache ich Joomla Website. Ja, ich habe mir seit 2004 verschiedene Open Source Systeme angeschaut. Ich habe mir WordPress angeschaut, Typo 3, habe dann auch so ganz kleine mal ausprobiert und habe dann irgendwie 2010 entschieden, okay, eigentlich alle Projekte, die ich bisher gemacht habe, die konnte ich alle mit Joomla machen. Also ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich will mich eigentlich mit einem System gut auskennen und da schnell gute, benutzerfreundliche, barrierefreie Webseiten zu machen. Habe das dann ja, gemacht und habe dann geschaut, okay, wir machen eigentlich noch Joomla und habe in Österreich nie jemanden gefunden. War dann, ich glaube, viermal am Joomla.de Deutschland, das ist eine zweitägige eher Entwicklerkonferenz, immer woanders in Deutschland. Und nachdem ich dann viermal dort war und nie jemanden aus Österreich getroffen habe, habe ich gesagt, das kann es jetzt nicht sein. Und habe dann selber mit zwei anderen die Joomla User Group Wien gegründet, vor eineinhalb Jahren, nein, zwei Jahren, ja, Jänner 2015, das kann ich gar nicht rechnen. Und wir haben dann auch mit ein paar anderen, haben wir dann 2015 im November den ersten Joomla.de Österreich organisiert und letztes Jahr im Dezember den zweiten. Ja, und jetzt auf einmal kommen immer wieder Leute auch zu Joomla User Group und sagen, ah, wenn ich das gewusst hätte, wieso weiß ich nicht, dass es euch gibt. Kommen und ja, wir sind bei der User Group immer so im Schnitt, sagen wir mal, 15 Leute oder so, es wechselt und es ist einfach ein schöner Austausch zu sehen, okay, wer arbeitet noch mit Joomla, was machen die Leute, Fragen zu beantworten, sind immer natürlich welche dort, die sich noch nicht so gut auskennen, sind immer ein paar dort, die sich gut auskennen, also ich bin eigentlich auch fast immer dort. Also das, wenn jemanden da noch Joomla mehr interessiert oder konkrete Fragen hat, einfach zur User Group kommen, das ist, ich habe es nachher noch am Donnerstag, ist zufällig die nächste, sonst sind die so alle 6 bis 8 Wochen. Genau, so. Joomla ist ein Open Source CMS, also Content Management System. Es ist unter der GNU GPL Version 2 veröffentlicht. Es ist jetzt im März, glaube ich, ist die 80 Millionen Download-Marke überschritten worden. Webseite, alles was man wissen will, ist eigentlich auf www.joomla.org zu finden. Wer steht eigentlich hinter dem CMS Joomla? Also es gibt eine Non-Profit-Organisation, die heißt Open Source Matters Incorporated, den Sitz in Amerika und die ist da sogar die rechtlichen, also nur rechtliche und finanzielle Belange, also so Trademark, Copyright und diese ganzen Geschichten für das CMS Joomla zu machen. Alles, was inhaltlich Weiterentwicklung ist, wird durch die Community gemacht. Also die Community, Joomla wird zu 100% von der Community weiterentwickelt. Also es steht keine Firma dahinter, die das in irgendeine Richtung finanziert oder sonst. Es ist wirklich Joomla-Arbeit, entweder ehrenamtlich oder Joomla-Dienstleister, die halt einen Teil der Entwickler der Zeit dann halt quasi dem Projekt zur Verfügung stellen. Das ist zum Beispiel der Ausdruck der Sprecher von Joomla.de 2016. Wir haben deutsche und englische Sessions auch gehabt und es waren Sprecher aus 9 verschiedenen Ländern da. Also es war wirklich ein spannender Austausch auch. Es gibt auch sowas wie ein Volunteers-Portal, volunteers.joomla.org, wo man auch sehen kann, welche Teams gibt es. Also es gibt für Marketing, es gibt für alle möglichen Bereiche gibt es eben auch Teams, wo man sich auch einbringen kann. Auch wenn man Joomla noch nicht so gut kennt, dann kann man helfen, bei der Dokumentation mitzuschreiben und erfährt sehr viel selbst über das CMS. Die Community, also es gibt eben Joomla User Groups, kann man gründen, wenn man mindestens zu zweit ist, um sich dann mit anderen regelmäßig zu treffen. Es darf zum Beispiel, da gibt es bestimmte Regeln, pro Stadt zum Beispiel darf es nur eine. Also es gibt nur eine Joomla User Group Wien, wenn wir zweiter daherkommen, muss man die zumindest irgendwo außerhalb in Wiener Neustadt oder so machen. Ja, und das ist einfach auch die Community zu stützen und zu fördern und die Leute zusammenzubringen. Also das ist ja. Dann gibt es eben sowas wie Joomla Days, also das ist auch so eine Formatidee einer Veranstaltung. Wie man es dann konkret ausrichtet, bleibt den Veranstaltern überlassen.
Es gibt eine Tumor World Conference, die war letztes Jahr in Vancouver, davor in Indien und noch davor in Mexiko gleich. Und sie ist dieses Jahr in Rom, also im November. Da werde ich bestimmt hinfahren. Dann gibt es noch eine andere Konferenz, die heißt GL Beyond. Die ist in Europa irgendwo, aber auch jedes Mal woanders, ist auch eher entwicklerlastig und heißt eben GL Beyond. Die ist dieses Jahr im Juni 2017 in Krakau, da werde ich auch dort sein und zwei Vorträge halten. Und was es dann noch gibt, so Community, um die Kommunikation untereinander zu fördern, das ist GLIP. Das ist so ein Team-Online-Tool, wo man auch bestimmte Gruppen machen kann und dann da sehr viel Austausch auch für die Community. Also da bin ich mit vielen anderen, da gibt es so einen Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz, zum Beispiel Chat und da alles, was Fragen sind, die zum Beispiel nicht in den Foren auch behandelt werden oder wenn man wirklich für konkrete Projekte zusammenarbeiten und so kann man dort Leute finden oder wenn man das Projekt weiterentwickeln will für Übersetzungen, wenn man einen Fehler findet, solche Sachen, das geht dann auch viel darüber. Dann kurz zur Geschichte. Also Juno wurde gegründet, also die Idee wurde gegründet oder es wurde geforgt eigentlich von Mambo am 17. August 2005. Also wer die Geschichte weiß, es gab das CMS Mambo, da gibt es eigentlich immer noch. Und damals haben sich dann, da war eine Firma dahinter und irgendwie wollten die dann in eine andere Richtung als viele Leute in der Community. Und dann haben einige Leute in der Community gesagt, okay, dann machen wir jetzt unser eigenes Ding und machen ein neues CMS aus einem Teil, das war dann Joomla 1.0. Es war dann die Version 1.5 Jänner 2008 und ich habe gerade jetzt eine gehackte 1.5er Version, die neu aufgesetzt wird, aber schon Daten auch übernommen werden. Ja, es sind immer noch welche. Komme ich später dann nochmal auf das Thema Sicherheit. Dann die Version 2.0 und die letzte, dann, die da in dem Strang war 2.5. Das war dann Jänner 2011, sind auch immer noch einige Seiten im Umlauf. Die Version 3.0 wurde September 2012 veröffentlicht. Zurzeit sind wir bei der Version 3.7.0. Die wurde letzte Woche veröffentlicht. Es gibt einige spannende neue Funktionen, auf die ich dann auch noch eingehe. Dann Spread, der Joomla Love, das ist einer der Gründer, Brian Thiemann. Der hat zum 10-Jahres-Jubiläum 2015 hat er eine Seite gemacht, die heißt spreadthejoomlalove.com. Da ist sowas zur Geschichte drauf, sind Leute aus der Community drauf. Es ist ganz spannend, da reinzuschauen, was sich da so tut. Ja. Dann möchte ich jetzt so auf ein paar so Hauptmerkmale, Funktionen eingehen. Ich habe einen zweiten Vortrag heute um 14 Uhr, wo ich dann ganz konkret einmal Joomla installiere und dann auch zeige, wie man die Sachen auch einrichtet. Also wenn es jetzt zu unkonkret ist, dann entweder wieder gleich fragen oder sonst mich nachher ansprechen. Ich bin dann auch da bis 14 Uhr oder im Vortrag dann am Nachmittag und muss das auch anschauen. Also ein Punkt, den heute der Markus Angermann auch schon gesagt hat, Mehrsprachigkeit ist zum Beispiel in WordPress schwierig. In Joomla sehr einfach und noch einfacher seit einer Woche. Man kann, wenn man Joomla installiert, am Ende des Installationsprozesses, der ca. 30 Sekunden dauert, kann ich sagen, wollen Sie noch weitere Sprachen installieren? Standardmäßig wird Joomla auf Englisch installiert. Dann kann ich sagen, ja, ich will, dann installiere ich mir mal noch zusätzlich Deutsch dazu. Dann habe ich das im Backend auf jeden Fall und die ganzen Standards-Buttons auch auf Deutsch und dann kann man noch weitere Sprachen dazu installieren und kann im gleichen Zug sagen, ich will die Webseite mehrsprachig machen. Da gibt es dann nämlich ein Modul und ein Plugin, das aktiviert werden müssen. Und dann habe ich direkt meine Webseite. Ich kann direkt anfangen und Inhalte in verschiedenen Sprachen installieren. Und was jetzt seit einer Woche geht, früher war das auch, ich musste die Beiträge filtern, zum Beispiel alle deutschen Beiträge, alle englischen Beiträge. Und was jetzt neu ist, ich kann mir Links, ich habe dann eine zweigeteilte Ansicht, ich kann mir links zum Beispiel den deutschen Beitrag anzeigen und rechts den englischen oder den italienischen. Und kann das kopieren und ausbessern. Das sind diese Multilingual Associations, das ist jetzt wie gesagt eine neue Funktion und erleichtert die Bearbeitung von mehrsprachigen Webseiten enorm. Und das ist im Standard drinnen, also ich brauche keine zusätzliche Erweiterung, macht das System sicherer, braucht da sonst nichts weiter installieren. Natürlich Frontend-Editing, also ich habe im Joomla, ich habe den Administrator, das ist das Backend, da habe ich sämtliche Funktionen über Menüs, über Erweiterungen und sonst was installieren, neue Sachen. Frontend kann ich, wenn ich eingeloggt bin, auch, also ich kann sehr abgestimmte Benutzerberechtigungen setzen, natürlich von Usern, die nur registriert sind und nur lesen dürfen.
Und ich kann aber, wenn ich selber als Administrator oder Superadministrator eingeloggt bin im Frontend, direkt auf der Seite sagen, okay, das will ich jetzt editieren. Ich kann mittlerweile auch Module und Menüs im Frontend editieren. Und ganz, also neu jetzt auch seit 3.7, früher musste man sich extra anmelden, es gibt jetzt eine Shared Frontend und Backend Session. Das heißt, ich melde mich zum Beispiel Backend an, gehe auf die Webseite, also muss man aktivieren in den Einstellungen, gehe aber dann einmalig aktivieren. Wenn ich dann auf die Webseite wechsle in der gleichen Session, dann kann ich dort direkt bearbeiten. Erleichtert auch enorm die Arbeit. Joomla Beiträge sind in Kategorien oder auch Inhalte sind in Kategorien organisiert. Ich kann die Kategorien beliebig verschachteln, beliebig viele. Also ich kann jetzt auch 17 Unterkategorien wenn ich möchte. Habe dann auch gerade auch im Backend bei der Bearbeitung sehr detaillierte Filtermöglichkeiten, welche Kategorien, welchen Status von den Beiträgen ich mir anzeigen möchte. Und selbst Seiten mit mehreren tausend Beiträgen kann ich so gut auch warten und pflegen. Seit der Version 2.5 irgendwas und vor allem halt auch seit Version 3 gibt es Schlagworte oder Tags. Das heißt, ich kann Beiträge mit Schlagworten versehen, die natürlich, also normale Funktionalität in vielen anderen Systemen auch, geht jetzt auch. Ich habe es nachher noch bei den, was Joomla nicht so gut kann, ist, dass die Frontend-Layouts sind noch nicht ganz ausgereift bei den Tags. Aber man kann das sehr gut selber, also wenn man selber programmieren kann oder Templates anpasst, kann man das sehr gut sich so zurechtbauen, wie man es möchte, auch so, dass es updatefähig bleibt. Content-Versionierung. Also ich kann in Joomla sagen, muss ich aktivieren, damit es nicht standardmäßig meine Datenbank ist, nicht groß aufbläht. Ich kann Content-Änderungen nachverfolgen. Ich kann sagen, soll man die letzten 5 oder 10 Versionen, das kann man auch anstellen, sagen, speichern. Ich sehe dann, wer hat was geändert. Ich kann auf diese Versionen zurückgehen und ich kann auch Notizen zu den einzelnen Versionsänderungen machen. Das kann ich bei bestimmten Funktionen da sehen. Also für Inhalte, Joomla hat auch so etwas wie eine Kontaktpflege drinnen, da geht das auch. Oder ich kann bei Benutzerhinweisen kann ich auch eine Versionierung sehen. Wenn ich mehrere User habe, sehe ich, okay, der eine hat gesagt, der User darf aber wird nicht mehr freigeschaltet aus diesem Grund. Wenn es wieder verändert, dann sehe ich, okay, wer hat es geändert. Genau, damit sind wir auch bei den Benutzerrechten. Joomla kommt ja eher so aus der Community, also geschichtlich gewachsen aus der Community-Portal-Webseiten-Bereich, hat ein sehr individuell anpassbares Benutzerberechtigungssystem. Also ich kann Benutzer in Benutzergruppen einteilen, die ich frei wählen kann. Es kommt natürlich ein Vorschlag mit, wenn ich es installiere. In den meisten Fällen komplett ausreichend. Ich kann mir aber neue Benutzergruppen anlegen und ich kann mir neue Zugriffsebenen anlegen. Zum Beispiel eine Schulwebseite. Da habe ich Schüler, ich habe Lehrer, aber ich habe auch Administratoren oder sonst was. Und ich kann denen verschiedene Zugriffsebenen geben. Ich kann einstellen, ob die lesen dürfen, ob die Administrationszugriff haben, ob die Konfigurationen ändern dürfen. Und habe dann mittlerweile auch eine sehr schöne Übersicht, okay, wer da wo was. Und es gibt jetzt auch neu seit der Version 3.7 Custom Fields, also frei neu anlegbare Felder. Das gibt es auch für die Benutzer. Also ich kann, wenn sich ein neuer User auf der Webseite registriert, dann habe ich ein Standard-Login-Formular oder Registrierungsformular bisher mit Name, E-Mail-Adresse, Passwort. Dann konnte man noch ein paar zusätzliche fixe Felder einblenden und mittlerweile kann ich da beliebige Felder neu anlegen bei der Registrierung. Was natürlich auch einige Erweiterungen nicht mehr notwendig macht. Ich bin wieder nur mit dem Joomla-Standard, kann leicht abgeben. Also Custom Fields, eine neue jetzt seit circa einer Woche. Dann Menüs. In Joomla kann ich mit Menüs sehr viele, also ich kann die komplette Seite natürlich strukturieren. Joomla ist so aufgebaut, dass man bisher eigentlich immer zuerst einen Inhalt anlegen musste, einen Beitrag. Und dann konnte ich einen Menüpunkt auf den Beitrag verlinken oder auf eine Kategorie verlinken. Also ich musste immer zuerst einen Beitrag anlegen und dann einen Menüpunkt. Das hat sich jetzt auch geändert. Also ich kann, wenn ich eine neue Seite installiert habe, kann ich direkt in die Menüs gehen und sagen, okay, ich will jetzt einen Menüpunkt, der heißt Aktuelles. Nenne ich den Aktuelles und sage, okay, und da brauche ich jetzt eine Kategorie dazu. Dann kann ich direkt aus dem Menüpunkt heraus die Kategorie Aktuelles anlegen.
Ich kann direkt machen einen neuen Menüpunkt, der heißt Impressum. Ich habe noch keinen Beitrag, der so heißt, keinen Inhalt. Das heißt, ich kann direkt im Menüpunkt sagen, okay, ich will jetzt eine neue Seite, die heißt Impressum, und kann da direkt meinen Impressumstext reinschreiben und einkopieren. Kann das alles, also es ist ein wirklich ein neuer, schöner Workflow, wo ich nicht mehr hin und her wechseln muss. Ich kann Menüs verwenden, um meine URLs zu gestalten. Also habe damit das ist ein sehr mächtiges Tool. Ich kann mehrere Menüs anlegen. Also ich habe mein Hauptmenü, ich habe zum Beispiel oben noch ein Top-Menü. Ich habe oft dann auch noch so ein verstecktes Menü, einfach wo ich dann Links reingebe, die nirgends erreichbar sind, aber ich die URLs gestalten möchte, also Landing-Pages, die vielleicht nicht direkt auf der Startseite verlinkt sind, aber da kann man mit Menüs sehr viel machen. Ich kann natürlich Zugriffssteuerung machen, ich kann Benutzermenüs machen, die nur für bestimmte Benutzergruppen sichtbar sind. Also extrem viel Flexibilität über die Menüs. Extensions. Wenn mir Joomla mit den Beiträgen nicht ausreicht, kann ich aus dem Extension Directory direkt neue Erweiterungen installieren. Es gibt über 8000, viele freie, natürlich auch kostenpflichtige, je nachdem wie viel Support ich brauche oder Funktionsumfang. Das geht natürlich komplett, also von sehr speziellen Anforderungen bis viele große allgemeine Newsletter, Online-Shops, Formularerweiterungen. Ich kann die ganze Anwendungen mit Joomla auch bauen, also gibt es auch Erweiterungen dazu. Ja, Terminkalender, Events, Registrierungen für ja, alles Mögliche. Module. Wenn ich eine Joomla-Webseite ansehe, dann habe ich in der Mitte sowas wie den Inhalt oder der Inhalt, der aus einer Erweiterung ausgegeben wird, zum Beispiel der Terminkalender oder so. Und alles, was drüber ist, Menü oder links und rechts in den Spalten oder in der Fußzeile, das wird über Module gesteuert. Da kann ich Texte reinschreiben, da kann ich automatisch die letzten 10 neuen Beiträge anzeigen. Da kann ich, also Module kann man auch relativ leicht selbst programmieren, das ist jetzt, kann auch ein bestehendes kopieren und dann mit dem was machen. Ja, Breadcrumb ist zum Beispiel auch der Klassiker für ein Modul. Wenn ich das nicht will, dass es angezeigt wird, dann deaktiviere ich einfach das Modul und das ist weg und ich kann es dort anpassen. Das ist eben alles, was rund um den Inhalt sind Module. Ein weiterer Punkt sind Plugins. Plugins erweitern das System überall dort, wo ich keine unbedingt eine Benutzeraktivität brauche. Zum Beispiel nachträglich HTML-Code zu ändern. Ich habe zum Beispiel einen Firmennamen und das soll immer rot und kursiv sein. Kann ich ein Plugin machen, dass immer, wenn der Firmenname irgendwo im Text aufscheint, wird das auf rot und kursiv gestellt. Gibt es irrsinnig viele. Es gibt ein sehr, sehr immer noch aktuelles Buch, obwohl es schon 2 Jahre alt ist, Programming Joomla Plugins. Ich habe eins mit, was ich herschenke, wenn nachher jemand zu mir kommt und wirklich Interesse hat. Ich gebe es gerne weiter. Ich habe an 2, ist eine wirklich coole Sache. Also für Entwickler, die sich immer anschauen wollen, okay, wie geht das mit Joomla Plugins. Genau, Authentifizierung ist auch so ein Thema, das wären auch klassische Plugins oder Captchas zum Beispiel. Das sind verschiedene Bereiche. Ein großer Pluspunkt, Sicherheit wird mittlerweile großgeschrieben, dazu muss ich ein einfacher Update. Ich zeige es am Nachmittag dann auch, wenn ich in Joomla mich einlogge als Administrator oder Support-Administrator, dann sehe ich sofort, wenn es eine neue Joomla-Version gibt oder neue Updates zu Erweiterungen, sofern die Erweiterung Joomla-Standard-konform programmiert ist, und das würde ich ihm auf jeden Fall empfehlen, dann sehe ich, es sind 3 neue Updates da, klicke ich drauf, sehe ich eine Liste, welche das sind, sehe die alte Version, die neue Version, mache einen Haken und klicke auf Jetzt aktualisieren. Kann ich, es gibt eine Backup-Erweiterung, kann ich auch so einstellen, dass immer vorher automatisch noch ein Backup erstellt wird. Damit habe ich wirklich auf einen Klick, kann ich mein Joomla immer aktuell halten. Und damit habe ich immer die neueste Sicherheitsupdate. Ich kann es auch einstellen, dass ich eine E-Mail kriege, damit ich das weiß. So, Templates. Gibt es ganz viele am Markt, gratis zu kaufen, sonst was. Kann man selber, es kommt mit Joomla Protos damit, das ist ein Template, mit dem kann man auch schon viel machen. Ich habe auch schon Webseiten einige damit umgesetzt. Funktioniert gut. Und was wirklich wichtig ist, sind Template Overrides. Früher hat man, wenn was nicht so gut funktioniert hat, mein Core-Hack gemacht. Das heißt, ich habe mir irgendwie die Joomla Standard-Datei ausgesucht, drüber programmiert. Beim nächsten Update war alles weg, darum sind Joomla-Seiten nicht aktualisiert worden und gehackt worden. Das geht jetzt mittlerweile wirklich einfach. Ich zeige es am Nachmittag auch. Ich habe im Backend, gehe ich aufs Template und sage Template Override erstellen.
von zum Beispiel einem bestimmten Modul, wo die letzten Beiträge ausgegeben werden. Dann kopiert mir automatisch Joomla das Template Override in mein Template in einen Ordner, der beim nächsten Update nicht beschrieben wird. Das heißt, ich kann einfach ein Joomla-Update machen, von 3.7 auf 3.7.1, kommt wahrscheinlich demnächst mit den ersten Bugfixes, ohne dass mein Template zerstört wird, selbst wenn da sich bei der Beitragsausgabe was ändert. Es gibt auch eine Website der JOVA, wo auch einige Templates, also Override, Template Overrides zum Download gratis zur Verfügung gestellt werden. So, das nächste lasse ich jetzt aus, weil ich leider nicht so viel Zeit habe. Joomla 3.7 ist gekommen neu jetzt letzte Woche mit Custom Fix, dass ihr die mehrsprachigen Seiten einen guten Überblick habt. Easier Workflow, damit ist gemeint, dass ich aus dem Menü neue Beiträge und Kategorien erstellen kann. Ich kann mittlerweile auch meine Backend-Menüs anpassen. Das heißt, ich kann wirklich da Sachen, die die User nicht sehen sollen, im Backend auch ändern. Dateien NCE-Konstante, mit denen kann man mittlerweile auch sehr gut auf verschiedene Benutzerberechtigungen anpassen. Und ich kann bei Extensions nicht mehr unabsichtlich was überlassen, sondern es wird mit deinstalliert, soll ich es deinstallieren. Zertifizierung. Es gibt seit August letzten Jahres eine offizielle Joomla Certification für Administratoren. Seit Herbst, also es ist im Herbst langsam angelaufen, wir haben am Joomla Day die erste Zertifizierung in Österreich gemacht und wir haben von den 11 Leuten, die angetreten sind, haben es neu geschafft. Ich bin auch seither zertifizierte Joomla-Administratorin. Informationen gibt es auch auf der Webseite. Joomla Security Releases, ein großes Thema. Joomla hat mittlerweile eine sehr offensive Informationspolitik und wenn Bugs gefunden werden, wenden die sich, also die Leute vom Security Team auch an die Provider und sagen den Provider Bescheid, dass die großen Provider auch serverseitig Vorkehrungen treffen können. Es gab in den letzten eineinhalb Jahren zwei schwere Sicherheitslücken und Joomla hat in beiden Fällen vorher wirklich rechtzeitig bekannt gegeben. Hallo, morgen oder übermorgen ist ein wichtiges Update um 16 Uhr. Und ein bis zwei Stunden später sind schon die ersten Angriffswellen gelaufen, also gerade auf so große Seiten wie Joomla.de. Und da tut sich wirklich viel, dass eine große, es ist bewusst, Joomla war eine Zeit lang als sehr unsicher verrufen. Das hat sich zumindest von der Informationspolitik und den Möglichkeiten, die man hat, Joomla zu aktualisieren, wirklich geändert, sehr stark. Also wenn ich eine sichere Joomla-Seite haben will, ist es kein Problem. Das liegt an mir als Administrator dann, die Seite sicher zu halten. Sicherheitscheckliste, es gibt da eine Webseite joomlasecurity.de, da sind Tipps drauf, wie man seine Seite gut absichern kann, aktuell halten kann. Da sind die Tipps drauf von Anfänger bis Advanced mit ganz einfachen Anleitungen auch. Welche Joomla-Seiten gibt es denn so bekannte? Es gibt seit auch noch nicht so lange, seit einem Dreivierteljahr showcase.joomla.org. Sind zurzeit 414 Beispiele drinnen. Das ist natürlich nur das, was wirklich eingetragen wird. Also, von daher muss man dann schauen, was da passt. Meine persönlichen Erfahrungen, zuerst eher die Schwächen, was finde ich jetzt, was nicht so manchmal ideal ist, wenn man Joomla verwendet, ist die Einstiegshürde höher als warm an CMS, also WordPress ist ganz einfach. Das ist bei Joomla am Anfang, muss man mal verstehen, wie so das System funktioniert. Und dann bin ich irrsinnig flexibel, auch für große Projekte. Was nicht hundertprozentig optimal ist, meiner Meinung nach, ist die integrierte Suche, weil es da einfach immer nur der ganze Suchbegriff greift. Gibt es aber auch andere Möglichkeiten, das dann zu verbessern. Der eingebaute Media Manager ist nicht ideal, kommt in einer der nächsten Versionen, der wird gerade überarbeitet. Die Tag Integration, habe ich vorher schon gesagt, die Schlagwort, die Layouts sind jetzt auch nicht so. Und leider der schlechte Ruf, den Joomla zum Teil hat oder hatte, dass es halt nicht sicher ist und ich finde, da hat sich wirklich was geändert. Die Stärken meiner persönlichen Erfahrungen, für mich ist es die klare Trennung von Inhalt, also wirklich den Beiträgen, die Struktur, wie mache ich die Menüpunkte, wie binde ich meine Beiträge anders ein und das Design mit den Templates und den Overrides. Also das ist ganz klar getrennt und wenn ich kann nur das Template ändern und alles andere bleibt gleich und das geht sehr problemlos. Was ich sehr einfach erweitern kann, die Funktionen mit Erweiterungen, selber was dazu programmieren, ist recht einfach auch möglich. Die große Flexibilität, die ich habe, dadurch, dass ich so ein mächtiges Werkzeug in der Hand habe,
Skalierbarkeit, das ist auch für große Projekte. Es gibt auch ein Joomla Framework, also das ist dann schon, wo ich mich auch reinhängen kann im Prinzip. Ein großes Plus für mich ist die Community, also wenn man Interesse hat, da Leute kennenzulernen, wird sehr viel gegenseitig auch unterstützt und geholfen und nicht in einem Konkurrenzgedanken, sondern wirklich das Projekt gemeinsam und wir alle wollen was damit machen. Und dass keine kommerziellen Interessen hinter der Organisation stehen, hinter Open Source. Ganz kurz noch der Ausblick, Joomla 3.8, da geht es hauptsächlich um technisch das Routing, also wie werden die Web-Urls gebildet. Irgendwann, ich glaube, zweite Jahreshälfte geplant, 3.9 danach. Da geht es hauptsächlich darum, dann auf Joomla 4 vorzubereiten. Und Joomla 4.0, 4.x, da gibt es bereits erste Ansätze, das zu programmieren. Kommen neue Funktionen natürlich rein und wird auf jeden Fall Bootstrap 4 unterstützen. Gibt es eine Developer-Roadmap, kann man sich anschauen. Joomla ausprobieren, demo.joomla.org, kann man mal reinschauen und mit Joomla starten. Man kann gratis sich Webseiten, so ähnlich wie WordPress das auch macht, machen. Mehr erfahren ist die Joomla User Group bis nächsten Donnerstag. Oder ich meine URL ist webcast.at, Twitter ist Kramlinger. Ich teile normalerweise so Joomla-Infos auch, wenn ihr noch konkrete Fragen habt.